Die Teleakademie ist heute beim Zukunftsmarkt 2015 in Bühl. Raphael Fellmer lebt seit 5 Jahren völlig ohne Geld. Er hat die Internetplattformen lebensmittelretten.de und foodsharing.de mit aufgebaut und engagiert sich für eine Kultur des Teilens und gegen die Verschwendung von Ressourcen. Raphael Fellmer spricht zum Thema vom Leben ohne Geld. Ich werde ein bisschen erzählen aus meinem Leben, wie ich zu diesem geldfreien Leben, zu meinem Geldstreik gekommen bin, was ich in diesen Jahren, das sind jetzt 5 Jahre, die ich geldfrei lebe, so gemacht habe, was sich da entwickelt hat und wohin die Reise gehen soll. Und ja, alles hat natürlich angefangen, als ich vor 31 Jahren hier als Gast, wie wir alle auf Erden zu Gast sind, auf die Welt gekommen bin in Berlin, dort groß geworden bin, bei einer ganz wunderbaren Familie, bei meinen Eltern und meinen Brüdern. Und ja, das Glück hatte, ziemlich sorgenfrei groß zu werden. Aber natürlich gab es auch die Geldsorge. Das heißt, Geld war mal da, dann war es wieder knapp, dann war es wieder sehr knapp, dann gab es auch mal wieder ein bisschen mehr oder so. Aber Geld hat auf jeden Fall auch schon in meiner Kindheit eine Rolle gespielt. Aber viel mehr hat mich noch berührt, schon damals, dass wir auf einer Welt leben, auf einem traumhaften Planeten, wo ein sehr großes Ungleichgewicht herrscht, existiert, wo Menschen so viel haben, dass sie etwas wegschmeißen und andere wiederum nicht genügend Lebensmittel haben, um den Tag zu überleben und Millionen Menschen sogar an Unterernährung jedes Jahr sterben. Und über 800 Millionen heute immer noch an Unterernährung leiden, weltweit, und das für mich ein Zustand war, den ich damals schon nicht verstanden habe, so wie ich viele Sachen nicht begriffen habe, wie wir so viel Ungerechtigkeit auf dem Planeten haben, obwohl wir doch alle uns eigentlich nach Frieden sehen, dass wir in harmonischen Miteinander leben und füreinander und uns gegenseitig helfen dort, wo wir können, und uns nicht, wie wir es seit Jahrtausenden machen, uns hassen, mentale oder physische Grenzen zwischen uns ziehen und uns eigentlich ja nicht wirklich wie Brüder und Schwestern behandeln, sondern eben oft wie Feinde. Und da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht und hatte meine Feindbilder auserkoren, um selbst mich vielleicht auch gar nicht in die Position als Mitverantwortlicher für die Lage, für die Misere, in der wir auch leben, heute noch, so rauszuziehen, und habe natürlich an die großen Konzerne gedacht, aber auch die Politik, die Vereinten Nationen und alle anderen, die ich so ausgemacht habe, als ja, die sind verantwortlich für die Lage, für die Hungernden, für die Zerstörung der Umwelt, für das Leiden der Tiere. Und das war eine sehr gemütliche Position, weil so hatte ich eigentlich für mich die Ausrede, ich muss ja gar nichts ändern, weil ich mit dem Ganzen nicht so viel zu tun hatte. Hatte mich über Plastik irgendwie informiert, und Plastik ist nicht wirklich so nachhaltig, hatte ich gehört, hat man so mitbekommen und dachte, ja, also wir haben hier Holzmöbel und so eigentlich so ein bisschen Plastiktüten, ja, benutzen wir, und die eine oder andere Sache ist aus Plastik, aber ich hatte gar keine Verbindung, weil mir das auch in der Schulzeit überhaupt nicht beigebracht wurde, dass natürlich jedes Produkt, sei es ein Mikrofon, sei es der Tisch oder auch das Glas, mit Erdöl zu tun hat. Sprich, dass wir alle sehr viel mehr mit den globalen Erdölkonzernen und allen anderen Firmen zu tun haben, als man sich eigentlich vorstellen kann. Das wusste ich damals nicht und hatte mich ja wirklich ein bisschen zurückgelehnt und dachte, ja, ich recycle ja, ich kaufe auch so Second-Hand-Sachen und bin sowieso, habe gar kein Auto. Ich tue ja der Umwelt gar nicht so viel Schaden anrichten. Und hatte mich dann auf die Reise bewegt, so, was will ich denn eigentlich werden, was will ich denn hier tun in meiner Lebenszeit, und hatte mich dann erst sehr stark dafür interessiert, den Ärmeren zu helfen, denen, die hungern in der Welt, indem ich Millionär werden wollte. Weil ich natürlich in einer Welt groß geworden bin, wo wir konditioniert, geprägt worden sind von Anfang an, dass sich alles um Geld dreht und dass man mit Geld eigentlich auch alles machen kann. Und so dachte ich, ja, wenn ich dann ganz viel Geld verdiene, dann kann ich ja auch ganz viel helfen. Und wollte eben irgendwie Millionär werden, das kann nicht so schwierig sein, davon gibt es Millionen auf der Erde. Da dachte ich, ja, da werde ich schon einen Weg finden.
Hab dann aber mit der Zeit so ein bisschen meine vielleicht diese naive Art zu denken so ein bisschen sein gelassen, indem ich immer mehr begriffen habe. Ich war in Mexiko während meines Zivildienstes, dass wenn ich irgendwie Geld verdiene, egal indem ich Fische fange, aus der Natur herausnehme oder ob ich irgendwelche Plantagen anlege oder ein Fotogeschäft aufmache oder was auch immer, dass mein Wohlstand, den ich da irgendwie zu mir kommen lasse, Geld, Ressourcen bei mir sammle, dass dann natürlich andere weniger haben. Menschen, Tiere, der Planet, zukünftige Generationen, aber überhaupt wir als Organismus oder als Planet, dass wir natürlich auch anderen Spezien den Lebensraum nehmen oder ihren Lebensraum verschmutzen oder unmöglich machen, weiterzuleben und die Flora und Fauna natürlich ausnutzen für unseren Wohlstand. Und dann habe ich mich irgendwann ja ein bisschen mehr zurückgezogen von diesem Gedanken, ja, ich kann irgendwie Geld verdienen, das kann ja gar nicht so schlimm sein, machen ja alle. Und dann anderen damit helfen, das war für mich irgendwann sehr inkonsequent und habe mich entschlossen, lieber mehr in Richtung Entwicklungshilfe zu gehen und dort eben versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe den Menschen mitzugeben und ja in die Länder zu gehen, wo eben viele Menschen hungern, um dort ja vielleicht auch ein bisschen neuen Wind reinzubringen, was man alles schon tun kann, um sich selbst zu helfen und nicht angewiesen zu sein auf die Hilfe von außen. Und da habe ich dann aber auch sehr viel erfahren, was mir gar nicht so wirklich ja vom Herzen her entgegenkam, obwohl ich nicht identifizieren konnte. Und habe mich dann entschlossen, lieber doch irgendwie vielleicht mal was zu studieren. Habe in Holland ein Studium angefangen, European Studies, habe dort mit zwei lieben Freunden eine NGO, eine Organisation gegründet, einen Verein. Und mit dem wollten wir ja für Bewusstsein sorgen, quasi Zusammenhänge, wie wir alle mit unserem Konsum für die Umwelt, Katastrophen in der Welt, aber auch das Tierleid und überhaupt ja, ein bisschen die Zerstörung unserer Lebensgrundlage, weil wir denken ja oft, ja, wir schützen die Umwelt. Aber vielmehr ist es auch ein Selbstschutz, weil die Natur braucht uns ja nicht so sehr, wie wir angewiesen sind auf die Natur. Und ja, da wollten wir eben Workshops, Seminare, Austauschprogramme machen. Und dann, als wir so gerade eigentlich richtig loslegen wollten, hatte ich per Zufall oder per Schicksal vielmehr, das Schicksal, das schickt uns ja Sachen, hatte ich dann zwei E-Mails in meinem Postfach. Und zwar von zwei Hochzeiten, unterschiedlichen in Mexiko. Und dann dachte ich, ja, also eigentlich wollte ich schon nicht mehr fliegen, damit habe ich mich schon ein bisschen ja, so abgefunden, dass das Fliegen halt auch nicht so ganz nachhaltig ist. Und ja, habe dann gesagt, ja, vielleicht können wir irgendwie das schaffen, dass wir nach Mexiko trampen. Und da liegt ja irgendwie ein Ozean dazwischen. Und mir hat noch keiner erzählt, dass man da irgendwie rüber trampen kann, aber ich dachte ja, irgendwie, der Kolumbus hat es schon gemacht, der ist auch irgendwie rübergekommen. Dann könnten wir das da auch irgendwie schaffen. Und Segelschiffe, klar gibt es die, muss nur wissen, irgendwie wie. Auf jeden Fall war der Traum geboren, so möglichst nachhaltig und möglichst geldfrei von Holland nach Mexiko zu diesen Hochzeiten zu reisen. Und so haben wir uns dann ja, auf einen mutigen Weg begeben, weil wir natürlich so ein bisschen ins Unbekannte gelaufen sind. Und ihr habt auch vielleicht schon mal gehört oder gespürt, dass das eigentlich auch was sehr Schönes ist, wenn man so mit dem Vertrauen in etwas Neues hineingeht und man sagt ja auch, man setzt den Fuß in die Luft und sie trägt ein. Und so haben wir uns ein bisschen gefühlt. Wir sind da auf diese Reise losgezogen und wussten nicht, was uns erwartet, aber jeden Tag haben wir wunderbare Erfahrungen gemacht, weil die Menschen, die wir angetroffen haben in den Autos oder in den Läden, Restaurants oder auch auf der Straße, waren uns sehr wohlgesonnen und sehr herzlich und wir hatten sehr viel mehr Kontakt und vor allem wirklich menschliche Beziehungen, Berührungen, als wir in unseren Reisen oder überhaupt in unserem Studienleben davor und überhaupt mit den Menschen gemacht haben. Und eben auf dieser Überfahrt mit dem Boot, mit dem Segelboot, hatten wir sehr viel Zeit zu reflektieren, darüber nachzusinnen, was wollen wir eigentlich im Leben, wo liegt unser Sinn des Lebens, wo liegt unsere Berufung? Wir haben ja alle ganz viele Talente, Fähigkeiten, Begabungen, mit denen wir uns irgendwie einbringen können, wollen oder auch Gaben sind ja Talente oder sind ja dann auch Aufgaben irgendwo, die wir vielleicht auch verwirklichen könnten oder sollten.
Und so wie vielleicht ganz viele Samen in uns schlummern, die vielleicht noch ein bisschen Wasser brauchen oder Aufmerksamkeit, damit sie hochkommen, war das eben dann auf der Überfahrt so, dass ich mir überlegt habe, das kann nicht nur ein Experiment sein für die Reise, sondern ich möchte auch weiterhin nach der Rückkehr wieder nach Europa weiterhin geldfrei leben, um mehr Bewusstsein zu schaffen für die Thematik des Überflusses und der Verschwendung, mit der wir alle zu tun haben, weil wir sind natürlich alle Teil dieses Systems, nicht nur, dass wir zu Hause was wegschmeißen, sondern wenn ein Supermarkt was wegschmeißt oder wenn ein Kleiderladen etwas wegschmeißt, hat es natürlich auch was mit uns zu tun. Da kann ich nicht immer nur sagen, es sind die anderen. Und da wollte ich eben ein Zeichen setzen und habe mich entschlossen, die Reise weiterzumachen, aber dann auch mit diesen Erfahrungen und mit diesem wunderschönen menschlichen Kontakt, den ich dort machen durfte, mich auf eine neue Ebene zu bewegen. Und wir haben es dann geschafft, tatsächlich ein halbes Jahr später als die Hochzeiten in Mexiko anzukommen. Aber das war auch gar nicht so schlimm, dass wir ein bisschen später da angekommen sind, weil der Weg ist ja das Ziel. Und viele von euch haben vielleicht schon mal irgendwie eine Beziehung erlebt oder einen Job oder egal, was man irgendwie eine Verabredung hatte. Das heißt, man hat irgendwelche Pläne im Kopf und dann kommt es aber doch irgendwie anders. Und am Ende ist es so, dass ihr aus verschiedenen Umständen jetzt hier sitzt oder ich hier stehe, weil das Leben halt seinen Weg so gegangen ist. Sprich, alles hängt ja auch irgendwie miteinander zusammen. Und in dem Fall war es halt so, dass diese zwei Pärchen uns so die Motivation, den Impuls gegeben haben zu starten und wir aber letztendlich dann sehr viel mehr noch miterleben oder erfahren durften durch die Reise, als wir uns überhaupt vorstellen hätten können. Und so war dann die Hochzeit, obwohl wir sie verpasst haben, eigentlich nur eine erste Inspiration überhaupt zu träumen, weil es ist ja ganz wichtig, dass wir nicht aufhören zu träumen, sondern da auch gucken, wie man so schön sagt, gemeinsam zu träumen, um eine neue Realität zu schaffen. Und dieser kleine Traum war natürlich anfangs eine Utopie und wir haben es aber trotzdem dank der Menschen möglich gemacht oder die Menschen haben es ermöglicht. Und dann waren wir dort in Mexiko angekommen, waren auf dem COP15, das ist so eine Klimakonferenz von den Vereinten Nationen und haben eigentlich da gesehen, dass es doch ein bisschen grotesk ist, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, da waren Luxushotels gebaut auf Mangrovenwäldern, wo man eigentlich gar nicht bauen durfte. Da standen Militärs vor den Hotels, um die Leute, die aus der ganzen Welt eingeflogen sind, in klimatisierten Räumen zu diskutieren, wie man das Klima schützen kann. Und so passiert es leider nicht nur in Cancun, so wie bei den anderen diesen Konferenzen über das Klima, was man quasi von oben dirigieren kann, um mehr Nachhaltigkeit in das Leben oder in den Alltag von den Menschen zu bringen und um die Rahmenbedingungen zu schaffen, eben den Planeten zu schützen und das Klima. Und da haben wir eigentlich noch viel mehr gespürt, dass es darum geht, zu gucken, ganz was Gandhi gesagt hat, to be the change you wish or you want to see in the world. Also zu schauen, was können wir denn wirklich beitragen für einen Wandel in der Welt, indem wir das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, einfach anfangen zu leben und auf niemanden mehr warten, auf keine Organisation, auf keinen Verein, auf keine Politiker und Politikerinnen, auf keine Staaten, auf keine Firmen, die uns irgendwie vormachen, wenn du mich jetzt kaufst, dann wird auf einmal die Welt grün oder wir retten irgendwie den Urwald oder wir helfen den armen Kindern oder so. Also das heißt, dieses ganze Greenwashing oder Social Washing, dass man einfach so suggeriert bekommt, umso mehr du konsumierst, umso besser wird es in der Welt, dass das auf jeden Fall der falsche Weg ist, sondern dass es vielmehr darum geht, jeden Konsum, den ich unterlassen kann, also dort zu spüren, wo weniger mehr ist, dort kann ich wirklich der Welt und auch natürlich damit einem selbst einen Beitrag leisten für wirkliche Nachhaltigkeit. Und wir haben uns schon auf der Reise entschlossen, von der vegetarischen zu einer veganen Ernährung anders zu ernähren, weil wir mitbekommen haben natürlich, dass eine vegetarische Ernährung schon ganz nett ist, aber am Ende natürlich sehr viele Kühe, die Kälber, die Hühner und alle anderen Tiere, die wir aus den Weltmeeren fischen, wo wir irgendwelche Dinge rausnehmen aus den Tieren, um sie in unseren wirtschaftlichen Prozessen einzusetzen, dass das nur ein Schritt war
und dass wir die 98%, die weltweit für die Sojaproduktion, von der Sojaproduktion für die Tiere, für die Tierproduktion verwandt wird, dass das ein riesig großer Teil ist von der Landwirtschaft, der beansprucht wird, sowie 50% der weltweiten Getreideproduktion wird für die Tiere beansprucht und das, obwohl wir eben fast 1 Milliarde Menschen haben, die hungern. Und so haben wir uns entschlossen, es gibt Studien von den Vereinten Nationen, die sagen, 19% der gesamten Tierindustrie oder 19% der weltweiten Treibhausgase kommen von den Tieren, von der Tierindustrie und nur 17% von dem gesamten Verkehr, also Flugzeuge, Schiffe, LKWs, Züge und alles andere, stößt weniger Treibhausgase aus als die Tierindustrie. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass über 70% der weltweit genutzten Landwirtschaftsfläche nur für die Tierindustrie verbraucht werden, kann man sich vorstellen, dass bei dem Hunger, wir sind ja jetzt 1,5 Milliarden, die quasi so ein Luxusleben, wie wir hier in Europa leben, genießen oder uns das gönnen oder leisten, dass wir da mit den Menschen, die in Afrika oder in Indien, wo der Fleischkonsum noch bei ein bisschen mehr als 5 Kilo liegt, wir konsumieren mittlerweile hier über 60 Kilo, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Also sprich, dass unsere Ernährung, aber auch unser Konsum von anderen Dingen gar nicht einhergehen kann mit einer friedlichen und nachhaltigen Welt, weil wenn wir alle so viel konsumieren würden, wie wir es eben tun, bräuchten wir mindestens 2 oder 3 weitere Planeten und die gibt es nicht. Und da ist eben die Ernährung oder auch überhaupt Konsum ein bisschen zu reduzieren und Richtung mehr pflanzliche, regionale Ernährung zu gehen. Und wenn es geht, natürlich Bio, ein ganz wichtiger Schritt. Und wollten da eben auch, wie Gandhi gesagt haben, nicht auf die anderen warten oder dass irgendjemand sagt, jetzt darf man an dem Tag nicht mehr Fleisch essen, sondern die wirkliche Nachhaltigkeit, der wirkliche Wandel kommt ja, wenn wir aus einer inneren Motivation heraus etwas tun. Nicht, weil wir irgendein Gesetz erlassen, dass man jetzt keine Kühlschränke mehr in die Natur werfen kann. Die werden immer noch in die Natur geschmissen, vielleicht ein bisschen weniger oder so, weil es vielleicht auch ein Angebot gibt, die zu recyceln. Aber viel besser ist es doch, oder wissen wir eigentlich alle, wir fühlen uns ja auch viel schöner oder freier bei dem, was wir tun, wenn es aus dem Herzen herauskommt und nicht, weil jemand anders uns verpflichtet, dieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen. Und so wollten wir eben da auch auf niemanden warten und unsere Liebe, die wir zu den Tieren gespürt haben, aber auch zu den Menschen und dem Planeten, was ja mit der Tierproduktion und tierischen Produkten zusammenhängt, versuchen, soweit es geht, eben in unseren Alltag zu integrieren. Und ja, das heißt, dieser ganze Gedanke von der NGO, die wir hatten, dieser Organisation, der ging eigentlich im Laufe der Zeit mit der Reise immer weiter zurück. Und ich war mir eben sehr sicher, dass ich auch auf anderem Wege sehr viel Bewusstsein schaffen kann, vor allem aber mein eigenes Leben grundlegend verändern kann, um meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Meine liebste Frau Nieves hat mich dann auf der Reise oder uns nicht nur besucht, sondern ist mit uns gereist von Suriname oder Guyana besser gesagt und dann bis Mexiko eben und dann sind wir noch bis in die USA gereist per Anhalter und dann habe ich zum letzten Mal mein Flugzeug genommen, weil Nieves zum Glück schwanger geworden ist, sonst wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht hier. Also auch wieder ein Schicksalswink, wieder Richtung nach Hause. Wir wollten nämlich einmal um den ganzen Globus so reisen, aber eigentlich wurde mir dann auch immer bewusster, dass es viel mehr darum geht zu gucken, was kann ich denn nun wirklich auch tun. Ich habe so viel bekommen, bedingungslose Hilfe, bedingungslose Unterstützung, Menschen, die uns eben geholfen haben und diese ganze Reise ermöglicht hatten. Was kann ich denn aber jetzt eigentlich geben? Wo liegen meine Fähigkeiten, Begabung? Wo liegt meine Berufung? Was sind meine Attribute, die ich vielleicht schenken kann? Und dann waren wir wieder zurück in Europa, in Berlin und haben eben uns jetzt umgeschaut, wie machen wir das? Geldfreies Leben, was braucht man dafür? Natürlich ein Dach über den Kopf und Essen, erstmal das Wichtigste. Und so haben wir dann eine kleine Sutterer-Wohnung angeboten bekommen, die leer stand. Und darauf zielt eigentlich unser Konsumstreik als Familie, dass wir mehr Aufmerksamkeit schaffen wollen, dass wir ja von allem viel mehr haben, als wir brauchen. Also das fängt an bei einer WLAN-Verbindung. Ich weiß nicht, wer schon mal eine WLAN-Verbindung in der Stadt gesucht hat oder vielleicht irgendwie gesehen hat, da gibt es ja nicht 2 oder 3, sondern teilweise 20 oder 30 WLAN-Verbindungen. Also irgendwelche Router, die rumstehen, wo die Rechnung bezahlt werden muss, wo der Strom gezahlt werden muss, wo der Brief hin und her gesandt werden muss, eben, wo irgendjemand in irgendeinem Büro sitzt, um das Ganze zu verwalten,
wo aber natürlich auch Geld gemacht wird. Weil darum geht es ja eigentlich mit der ganzen, ja, mit unserem Wirtschaftssystem, dass es darum geht, möglichst viel den Menschen zu verkaufen. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, dass man sagt, ja, wir wollen eigentlich gar nicht, dass die Stadt, gesehen, hier gibt es auch irgendwie ein WLAN oder so, ich weiß nicht, wie das ist, aber dass wir in den meisten Orten noch kein kostenfreies, bedingungslos zur Verfügung gestelltes Internet haben und dass man so relativ einfach und sehr viel Geld machen kann. Und dass man braucht, dann braucht man natürlich alle 2, 3 Jahre wieder einen neuen Router, weil es irgendwie eine Internetleitung gibt, die schneller ist. Und so ist eben der Überfluss nicht nur beim Internet vorhanden, sondern bei unseren Kleidern genauso. Wir haben über 1 Million Tonnen an Textilien, die jedes Jahr weggeworfen werden in Deutschland. Wir haben über 45 Millionen PKWs in Deutschland. Bei ein bisschen mehr als 80 Millionen Leute kann man sich ja vorstellen, selbst wenn wir die alle benutzen würden, hätten wir so viel Platz, dass wir noch unsere ganzen Nachbarländer, also die ganzen Italiener, die Skandinavier, Polen, Österreicher, alle, die hier um Deutschland herum wohnen, die könnten wir noch einladen und wir hätten immer noch genügend Platz, aber wir wollen ja alle unseren eigenen PKW haben. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte die natürlich immer weniger genutzt werden. Sprich, ein normaler PKW halt 22, 23 Stunden am Tag im Schnitt stillsteht. Und wenn er sich da mal bewegt, sitzen nur 1,3 Personen drin. Also sprich, auch da bräuchten wir eigentlich sehr, sehr viel weniger, wenn wir effizienter als Team zusammenarbeiten könnten oder würden und nicht uns eben ja, diesem Hype, alles muss meins sein und eine sehr ich-bezogene, materialistische Welt, wo man eben froh ist, mein Auto, mein Boot und mein Ferienhaus zu haben, wenn wir da eben mehr zusammen arbeiten oder leben würden, könnten wir eben ja, mit sehr viel weniger auskommen. Und so ist es auch bei dem Wohnraum, dass wir Millionen leerstehende Zimmer, Wohnungen oder teilweise ganze Häuser haben, allein in Deutschland. Und dass wir trotzdem jeden Tag immer wieder neue Sachen bauen. Und so wollten wir eben gucken, ja, wie können wir denn jetzt auf möglichst verschiedenen Ebenen auf diesen Überfluss hinweisen und auch noch von ihm leben. Und so hatten wir eben das Glück, dass wir dann da leben konnten in der Sutterer Wohnung, wo die auch Gas, Wasser und Strom gezahlt haben. Also das heißt nicht, dass ich, wenn ich geldfrei lebe oder im Geldstreik, das ist natürlich ein Protest gegen die Überflussgesellschaft, aber ich habe immer noch was mit dem Geld zu tun. Ich bezeichne mich auch immer noch als Kapitalist, weil ich in einem kapitalistischen System lebe und obwohl ich versuche, so wenig kapitalistisch zu leben, wie es geht, kann ich nicht sagen, nur weil ich kein Geld in den Hosentaschen habe und kein Bankkonto habe, dass ich mit dem Kapitalismus nichts zu tun habe, sondern dass es vielmehr geht, das Bewusstsein zu schaffen, wie hänge ich mit den Sachen zusammen, wie kann ich verstehen, wie die Zusammenhänge sind, um dann auch mich verändern zu können, um die Realität, in der ich lebe, zu verändern. Und so haben wir eben geguckt, jetzt haben wir eine Wohnung, Kleider gibt es, wie gesagt, auch genügend, natürlich auch für Kinder besonders, weil da freut man sich ja dann immer, die Kleider für die Kleinen einzukaufen, von Tante, Oma, Opa und alle anderen, die halt irgendwie ein Geschenk machen wollen, geht mal wieder in den Laden. Und so ist es eben, dass wir ganz, ganz viele Sachen unnötig irgendwo rumliegen haben. Und es war für uns kein Problem, diese zu finden. Dann war es natürlich irgendwie noch wichtig, ja, wie bekommen wir jetzt unsere Lebensmittel? Auf der Reise haben wir ja praktisch jeden Tag an einem anderen Ort immer Lebensmittel gefunden. In Mexiko hatten wir dann angefangen, quasi das so ein bisschen zu professionalisieren und hatten eben bei den Bäckereien, bei den Restaurants angefragt, um zu welcher Uhrzeit denn die Reste weggeschmissen werden, sei es vom Buffet oder am Ende des Tages und haben eben das, was wir dort in Mexiko begonnen hatten, also dann pünktlich zu den Uhrzeiten, wann die Betriebe sich das gewünscht haben, die Gastronomiebetriebe vor allem, wie können wir das denn jetzt hier dann in Deutschland umsetzen. Aber erstmal hatten wir irgendwie wenig Vertrauen, dass das irgendwie klappt. Und Vertrauen ist natürlich etwas ganz Grundlegendes für ein Zusammenspiel, für ein schönes Mit- und Füreinander. Und so haben wir dann erstmal auch aus den Tonnen gelebt von Bio-Supermärkten, die halt leider, obwohl man es sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, auch sehr viel weggeschmissen haben und leider auch immer noch tun. Und so habe ich dann 8 Monate quasi einen Doktor im Tonnentauchen gemacht oder im Containern. Und habe mich eben nicht nur bei den Supermarkttonnen, sondern auch bei den Privathaushalten so ein bisschen umgeschaut, was eigentlich alles als Müll deklariert wird und war sehr fasziniert bzw. schockiert,
was alles weggeschmissen wird von Dingen, die noch im besten Zustand sind, beziehungsweise absolut genießbar. Oder die Sachen fliegen halt auch mal in die Tonne, weil jetzt gerade Ostereier sind ja nicht mehr in, die hebt man dann aber auch nicht bis zum nächsten Jahr auf. Dann kommen die einfach raus oder nach irgendeinem WM oder was es immer für irgendwelche Anlässe gibt, irgendwas Besonderes auf die Verpackung zu drucken, das fliegt natürlich raus. Also Dinge, die noch haltbar waren, teilweise mehrere Jahre. Und ja, habe eben die Verschwendung auch auf eine sehr praktische Art und Weise aus erster Hand erleben dürfen. Und es war immer wie eine kleine Schatzsuche, aber es war auch ein bisschen anstrengend teilweise, weil ich natürlich nachts losgehen musste, weil tagsüber waren die Angestellten da und die finden das natürlich nicht witzig. Oder der Chef sagt, die sollen weggeschickt werden, die Leute, wenn da irgendjemand an die Tonnen geht und da was stibitzt. Und dann habe ich mich eben nach diesen 8 Monaten getraut, mal an die Supermärkte zu wenden und habe denen eine Mail geschrieben. Und ja, von denen, an die ich geschrieben hatte, kam von dem einen überhaupt keine Antwort. Der andere meinte, nee, wir schmeißen nichts weg, wir kooperieren mit der Tafel. Das heißt, er hat mich direkt sogar angelogen. Und nur ein Supermarkt hat gesagt, ja, lass uns doch mal sprechen, was können wir da vielleicht machen. Und so wurde ich dann eingeladen von dem Gründer oder dem Chef von der Bio-Company in Berlin, eine sehr große Kette. Und wir haben eben überlegt, ja, vielleicht können wir da wirklich so eine Art Lebensmittelretter-Pakt machen, sprich, dass wir so wie bei den Tafeln, bloß dass wir keine offizielle Institution sind, die Lebensmittel vor der Tonne bewahren können, so dass wir eben und auch andere Menschen, die nicht immer abwaschen müssen, da nicht reinsteigen, sondern dass man eben ein bisschen mehr ja, das effizient macht, aber auch wieder mit einem sozialen Kontakt. Weil also auch wie sonst, wenn man irgendwo in die Tonnen geht, dann steht da ja keiner. Aber wenn jetzt die Angestellten es nicht wegschmeißen müssen, sondern einem ja, geben können, man sortiert und macht vielleicht noch sauber oder so, entsteht natürlich wieder eine Verbindung und mehr Verbundenheit ist das, was wir auch auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Smartphones, die uns verbinden, via Twitter, Facebook, WhatsApp, ständige Erreichbarkeit und alle anderen Dinge, die wir benutzen, um uns näher zu kommen, sondern was wir brauchen, ist wirklich menschlicher Kontakt. Von daher war ich da auch sehr dankbar, dass ja, wir die Chance bekommen haben, etwas zu bewegen, und ich war mir sicher, dass das ja, der Start war von einer ja, größeren Bewegung von Menschen, die sich eben auf legale Art und Weise gegen die Überfluss- und Verschwendergesellschaft einsetzen, einbringen möchten und sich da ehrenamtlich engagieren. Und so ging es dann los, dass wir einen zweiten und einen dritten Markt von der Kette bekommen haben, wo wir eben legal abholen durften. Dann gab es irgendwann die erste Bäckerei und irgendwann wurden das immer mehr. Wir hatten dann über 200 Leute, die in Berlin aktiv geworden sind. Und irgendwann wurde mir das persönlich aber ein bisschen zu viel. Ich war am Organisieren, wir haben alle einen Ausweis bekommen, wir haben eine Rechtsvereinbarung aufgesetzt, sodass dann die Läden auch geschützt sind, was eben wegen Haftungs, also ein Laden haftet normalerweise für die Lebensmittel, die er abgibt, und wie können wir die Haftung übernehmen als Lebensmittelretter und Retterinnen und die dann nicht bei dem Supermarkt belassen. Und so ja, wurde das alles ein bisschen komplizierter, die Liste wurde immer länger von Leuten, von Ausweisen, die wir erstellt haben, sodass das alles auch legitim ist, wurden immer mehr Leute aufmerksam, dann kam irgendwann Hamburg dazu, das heißt auch in anderen Bereichen in Deutschland wollte man das Konzept irgendwie ja, auch machen, und ich wusste natürlich irgendwie gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Ich hatte unsere kleine wunderbare Tochter Alma und meine Frau, und ja, ich hatte natürlich viel Freizeit, oder manche Leute fragen, oh ja, was macht denn der jetzt, wie ohne Geld und so. Für mich ist es natürlich, ich bin arbeitsfrei, ich kann mich dort einbringen, wo ich wirklich einen Sinn drin sehe und wo ich Erfüllung, Begeisterung spüre für das, was ich tue. Weil wenn wir das alle machen würden oder finden, unseren Platz hier in der Gesellschaft, dann würde sich ja auch sehr vieles verändern. Trotzdem habe ich irgendwie gespürt, mein zeitliches Limit ist aufgebraucht. Ich hatte teilweise 70, 80 Stunden, die ich am Computer verbracht habe und am Organisieren von dem Ganzen. Und war dann sehr froh, dass viele Menschen oder immer mehr Menschen dazugekommen sind, die gesagt haben, ja, sie wollen nicht nur irgendwie Lebensmittel kostenlos haben, sondern sie wollen auch bei der Organisation, also von dem Ganzen koordinieren, ihren Beitrag dazu leisten, damit es überhaupt möglich gemacht werden kann auf einer größeren Skala. Dann kam Foodsharing. Foodsharing ist eine Lebensmittelverschenkplattform, die von Taste the Waste-Regisseur Valentin Thurn gegründet wurde. Das ist ein Verein, wo ich mich dann auch
ja, mit sehr identifizieren konnte, weil ich selbst auch sowas aufsetzen wollte. Ich hatte natürlich dann immer sehr viel Lebensmittel am Start, einen Rucksack voll oder Anhänger oder eine Tasche. Aber was macht man dann mit denen? Die kann man ja nicht alle einfach irgendwo so schnell weiterverteilen, weil viele Leute erstens denken, ja, ich brauche es ja nicht. Also ich kann mir ja selber meine Lebensmittel kaufen, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern wir haben in Deutschland 50% der Lebensmittel, die produziert werden oder die weggeschmissen werden. Da können wir jetzt alle einen Beitrag zu leisten, eben vielleicht das ältere Brot oder vielleicht das Obst oder Gemüse, das ist das meiste, also Brot, Obst und Gemüse, was gerettet wird, vielleicht sich dafür zu entscheiden, was ein bisschen schräger ist oder ein bisschen verschrumpelter, weil es schon ein bisschen älter ist oder so, oder ein paar Salatblätter wegzureißen, nicht immer einen perfekten Salatkopf zu haben. Das heißt, da mitzuhelfen. Letztendlich waren das ja nicht nur Nutznießer und Nutznießerinnen, die da irgendwie die Lebensmittel dann bekommen haben, von uns aus den Tonnen, beziehungsweise später dann legal, sondern die haben ja auch mitgeholfen, dass dieser Berg der Verschwendung nicht mehr beim Supermarkt entsteht, sondern bei uns zu Hause. Das würde ja überhaupt nichts bringen. Und so war das dann ja eine sehr schöne Ergänzung eben, dieses Foodsharing, wo jeder, wenn er jetzt irgendwie in Urlaub geht oder hat eine große Party gemacht und da bleibt was übrig oder der Apfelbaum trägt zu viel, dann kann man eben die Lebensmittel online reinstellen. Man kann den Essenskorb quasi auch als anderer Nutzer, Nutzerin sehen. Und dann kann man den anfragen und man trifft sich, übergibt die Lebensmittel und ja, eigentlich etwas, was früher ganz normal war, dass man bei den Nachbarn gefragt hat, hey, ich fahre jetzt weg, könnt ihr die Sachen gebrauchen? Aber heute trauen wir uns das ja oft nicht und was denken die anderen dann? Und vielleicht denken die dann, man würde über die anderen denken, die hätten zu wenig, die bräuchten das und ach, dann schmeißt man es lieber weg. Und so war Foodsharing eben eine Plattform, um Gleichgesinnte zusammenzubringen. Das Problem war bloß, dass die meisten Leute, die gerne Essen geteilt haben, natürlich nicht so viel Überfluss hatten. Also gerade die Studenten, nachhaltig denkenden, aber auch handelnden Menschen. Und so war es dann eine sehr gute Ergänzung, diese Lebensmittelretterinnenbewegung, die ich in Berlin initiiert hatte, um das zusammenzubringen, also zu gucken, da gibt es Lebensmittelquellen, wo tagtäglich ja Lebensmittel abgeholt werden müssen und die sollen natürlich auch weiterverteilt werden. Und dann habe ich begonnen, den Vorstand da ein bisschen zu überzeugen, dass es doch sinnvoll wäre, da eine Kooperation zu machen, beziehungsweise längerfristig das Ganze zusammenzubringen. Und so lief dann das unter der freiwilligen Plattform von Foodsharing. Es gab immer mehr Leute, die sich engagiert haben. Foodsharing ist gewachsen. Wir hatten irgendwann 100 Läden, die mitgemacht hatten in ganz verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum. Foodsharing gab es dann auch endlich in Österreich und in der Schweiz. Und so hat sich alles entwickelt. Mittlerweile ist es ein Team von wunderbaren Menschen. Wir haben über 6.000 Foodsaver, also quasi die nur Lebensmittel abholen und retten und dann weiterverteilen, sich um die Verteiler kümmern. Das sind solche, so wie umsonst Schränke, kann auch ein Kühlschrank sein, wo man Lebensmittel reinlegt und andere Leute können die rausholen. Und dann aber natürlich die 300 Botschafter und Botschafterinnen, die sich in den ganzen Regionen oder Städten oder teilweise in Berlin haben wir natürlich auch in den Bezirken oder sogar Stadtteilen, die Menschen, die sich dann darum kümmern, Treffen zu machen, die neue Läden akquirieren oder gewinnen mit den Betriebsverantwortlichen, aber auch natürlich einfach Events machen oder so, sei es Kochveranstaltungen oder Lebensmittel auf der Straße verschenken, auf Messen aktiv werden und das Ganze eben zu koordinieren, weil da steckt auch sehr viel Zeit dahinter, damit es eben alles rund läuft. Und dann gibt es noch rund 15 Leute, die aktiv sind auf der Orga-Ebene, also sprich die sich um die gesamte Organisation kümmern, zusammen mit dem Foodsharing-Vorstand, den es auch noch gibt. Und so konnten wir eben jetzt innerhalb von 3 Jahren, seitdem ich die erste Kooperation gestartet habe, über 1500 Läden gewinnen, von den Bäckereien zu Kantinen, aber auch zu anderen Bauern, Online-Shops und allen anderen Geschäften, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun hatten, gewinnen, sich eben gegen die Verschwendung einzusetzen. Und so konnten wir jetzt mittlerweile schon über 1,3 Millionen Kilo Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren, ganz vielen Menschen helfen, auch denen, die eben gar nicht die Lebensmittel online irgendwie erfragen oder die vielleicht gar nicht so pünktlich sein können, aber eben sich durch zum Beispiel diese Verteiler, wo man die Lebensmittel einfach nehmen kann oder reinlegen kann, so zu Lebensmitteln kommen. Und so konnten wir schon über 50.000 Menschen oder den meisten regelmäßig zu Lebensmitteln verhelfen, weil wenn ich dann die Lebensmittel abgeholt habe, dann kann ich das ja nicht alle selber essen, sondern ich muss mich schnellstmöglich darum zu kümmern, dass Nachbarn
Nachbarinnen, Vereinen, Suppenküchen, Menschen auf der Straße oder wo auch immer, Flüchtlingsheim weiterzugeben, weil die müssen ja schnell auch verkocht oder gegessen werden. Und so ja, ist da eine sehr schöne Organisation gewachsen. Und das Tolle daran ist, dass es fast alles ohne Geld funktioniert. Sprich, nicht nur die Menschen, die sich um die Orga kümmern, sondern auch die Leute, die programmieren, die das Design machen, die das Foodsharing-Wiki erstellt haben, von der Pressearbeit bis hin natürlich zu den Events. Und so haben wir eben ja, bei Foodsharing mit sehr wenig Geld sehr, sehr viel bewegen können. Und der Traum ist natürlich, dort das weiterzuentwickeln, dass es nicht nur Lebensmittelläden gibt und Betriebe, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun haben, sondern jeder Kleiderladen, jeder Möbelladen, jeder Haushaltswarengeschäft, letztendlich alle Läden, aber auch Firmen, größere Betriebe, Industrien haben natürlich eine unglaubliche Verschwendung. Und dass wir da gucken, ja, wer kümmert sich eigentlich um die? Weil es ja in unserer Wirtschaft sich nicht lohnt, um diese Sachen zu kümmern, schmeißt man sie halt lieber weg oder bezahlt sogar noch für die Entsorgung, so wie es die Unternehmen vorher gemacht haben, die Lebensmittel verkauft haben, und dass da noch sehr viel ja, Möglichkeiten, Potenziale sind, etwas zu tun. Und unser persönlicher Traum ist jetzt, mittlerweile haben wir ein zweites Kind bekommen, den Noam. Jetzt haben wir 4 Jahre lang in Deutschland gelebt und uns quasi unentgeltlich eingebracht für mehr Bewusstsein. Ich habe ein Buch geschrieben, Glücklich ohne Geld, wo es noch mehr auf die Hintergründe eingeht. Wie hängt das alles zusammen und den ganzen Weg und was ist da alles passiert? Was ich ehrenamtlich geschrieben habe, was man auch kostenlos herunterladen kann, aber auch ja, kaufen kann, wenn man es will, und am besten Fall dann weitergeben. Nicht so wie die anderen Milliarden Bücher, die einfach irgendwo rumliegen. Und dass man da eben auch gucken kann, ja, wie können wir jetzt unser Leben, was wir im urbanen Raum gezeigt haben, dass man mit einem sehr geringen ökologischen Fußabdruck eben auf Vorhandenes zurückgreifend leben kann, wie kann man das denn auf dem Land machen? Und so suchen wir gerade nach einem Raum für ein Ökodorf, Eutopia soll es heißen, soll vegan sein, möglichst geldfrei und natürlich so ökologisch nachhaltig wie nur irgendwie möglich, und dort, wo die Menschen eben ja für und miteinander sich helfen und auch ein bisschen wieder ein Experiment ist, wie gehen die Menschen eigentlich um, wenn wir uns von dem Geld gelöst haben, wenn wir nicht mehr ständig ans Geld denken, wie kann ich das verdienen, so ein bisschen so auch wie vom Grundeinkommen, wie könnten wir uns eigentlich entfalten viel mehr, wenn wir frei sind vom Geld. Und damit können wir natürlich heute schon anfangen in unserer Welt, das heißt immer, wenn wir schöne Dinge ja tun, habt ihr bestimmt alle gemacht, wenn ihr Menschen die Türen aufhaltet, wenn ihr ein Lächeln schenkt, wenn ihr ja, jemanden liebt oder jemanden was Gutes tut, eine Freude macht, dann ist es ja auch immer, dass man selbst davon etwas hat. Man verliert ja nicht ein Lächeln, sondern man ist selbst glücklicher, wenn man jemand anders ein Lächeln schenken kann. Wenn ich eine Tür aufhalten kann, dann freuen sich die Menschen, und wenn ich jemanden eine Frage stelle oder wenn ich jemanden Lob ausspreche, dann merkt man eigentlich, dass man ja, in Hülle und Fülle mit den Dingen, die wir im Herzen auch tragen, leben. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir die dann auch in die Praxis umsetzen, indem ich vielleicht auch sage, ja, ich kann irgendwie super gut Mathematik, da helfe ich doch Menschen, die sich in Mathematik interessieren, mit Mathe. Oder wie kann ich meine Spezialisierung, so wie der Raphael, der die Webseite Foodsharing programmiert hat, wie kann ich mein Geschenk, meine Gabe, wie kann ich die denn einbringen, um in der Gesellschaft für Veränderungen zu sorgen? Und da, glaube ich, ja, gilt es bei uns allen anzufangen und eben auf niemanden zu warten, der uns da das abnimmt oder den ersten Schritt macht, sondern vielleicht einfach anfängt, ein bisschen bewusster zu leben, sich ein bisschen geldfreier zu machen und zu schauen, was ist eigentlich heute alles schon möglich und wo ist Geld vielleicht vielmehr ein Limit oder eine Grenze in unserem Kopf. Und wenn wir die aber so ein bisschen erstmal mental überschreiten, und jeder Traum beginnt natürlich im Kopf, bis es dann zur Realisierung kommt, so wie, ich weiß nicht, wann der Zukunftsmarkt begonnen hat, aber irgendwann hatten sich Menschen hingesetzt und haben gesagt, ja, sie wollen etwas realisieren und haben gesagt, sie setzen das um. Und dann gab es natürlich viele Stunden und Tage der Arbeit oder Einsatz. Arbeit ist so ein bisschen abgenutzter Begriff, finde ich oft. Haben sich eingebracht, und jetzt ist es etwas geworden, was, ja, was sich wiederholt. Und so auch mit Foodsharing, es war ja nicht die Idee, dass ich nur irgendwie genügend Lebensmittel für mich finde, sondern wie können wir einen allgemeinen Wandel wirklich verursachen und auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, den Wandel selbst zu leben. Und da hilft es natürlich, nicht nur darüber zu sprechen, sondern ins Tun zu kommen. Und
Ja, bevor wir jetzt dann noch ein bisschen Zeit haben, um Fragen zu beantworten, sage ich schon mal, dass die meisten wollen immer wissen, ja, wie ist das mit Krankenversicherung oder so? Oder ist das denn eine Einzelfalllösung? Und das geht doch nicht, dass wir alle so leben und so. Also erstmal, alle können wir natürlich nicht so leben wie wir. Wir sind eine absolut parasitäre Gesellschaft. Das heißt, wir bedienen uns ja, auf Kosten zukünftiger Generationen und anderer Menschen, die in anderen Kontinenten leben, an den Ressourcen, an der Erde, an den Tieren, an anderen Menschen, um diesen Lebensstandard zu halten. Und wie ich schon erwähnt hatte, bräuchten wir viele Planeten, wenn wir alle so leben wollen wie wir auf der Erde. Und auch überhaupt unser gesamtes Geldwesen, da kann man ja auch ein bisschen kritischer mit umgehen, indem man sich vielleicht mal vorstellt, woher kommt denn eigentlich das ganze Geld? Und existiert vielleicht neben dem Wohlstand auch ein zunehmendes Wachstum von Schulden? Und ist es nicht nur Griechenland, die eigentlich total überverschuldet sind, sondern wie viel Schulden hat eigentlich Deutschland, beziehungsweise wie viel Schulden hat die Welt und die ganzen Leute? Und die Zahlen gehen eben über 200 Billionen Dollar, auf die sich die Schulden weltweit summieren. Und da kann man sich ja vorstellen, naja, ein ewiges Wachstum, der Kapitalismus ist ja abhängig vom Wachstum, auf einem begrenzten Planeten ist eine Rechnung, die kann früher oder später nicht mehr aufgehen. Sprich, irgendwann wird das Ganze eben ja, entweder platzen oder wird eine große Krise oder Hyperinflation geben oder was auch immer. Und was können wir jetzt schon heute machen, um eben einen sanfteren Übergang in ein neueres Miteinander, wo es nicht darum geht, wer hat irgendwie am meisten oder wer ist am schlauesten, hat viel Geld angehortet und sich angeeignet, sondern wie können wir es schaffen, wirklich als Familie hier auf der Erde zu leben, sodass uns allen gut geht und niemand mehr Hunger leidet oder niemand mehr Angst haben muss oder Menschen im Mittelmeer versinken, weil sie vielleicht gar nicht mehr wissen, wie sie selbst anbauen können, weil wir allein tagtäglich über 2.500 Liter an virtuellem Wasser aus Nicht-EU-Ländern importieren, durch Baumwolle, durch Lebensmittel und durch viele andere Sachen und letztendlich ja auch mit der Ungerechtigkeit wirklich weltweit durch unseren tagtäglichen Konsum zu tun haben. Und dass wir eigentlich alle mit unseren Berufungen, also dort, wo wir uns irgendwie berufen fühlen, etwas für den Beitrag, für die Gesellschaft leisten und nicht mehr darauf schauen, habe ich jetzt zu viel getan, werde ich ausgenutzt oder nutzt mich der oder die aus, sondern vielmehr wirklich zu schauen, was kann ich denn alles tun? Und wenn wir alle vielleicht uns eben ein bisschen mehr lösen von diesem, ja, es geht aber nicht und ganz ohne Geld, wie soll denn das funktionieren? Das hat doch alles, die ganze Wirtschaft und unser ganzer Wohlstand und überhaupt, dass uns so gut geht, es basiert dann nur auf Geld. Dann kann ich einfach sagen, wir können noch sehr viel mehr, als wir bis heute geschafft haben mit Geld. Und ich glaube, dass es richtig einen Evolutionsschritt geben wird, wenn wir uns irgendwann von dem Geld immer mehr entfernen und wirklich mehr schauen, wo liegen unsere Eigenschaften, wo liegt das Potenzial bei mir, aber auch bei den anderen, was gefördert, was ja, nach oben gerufen werden kann, um eben diese Impulse wie diese Einladung nach Mexiko mein Leben verändert hat, dass wir alle uns gegenseitig natürlich auch befruchten können mit Taten, mit Handlungsweisen, die wir ändern und dass wir da auch gar nicht irgendwie jetzt groß auf den Umbruch in ein, zwei Jahren oder so weiter setzen müssen, sondern dass das ein schleichender Prozess ist, der bei einem selbst natürlich am meisten oder am stärksten einem auffällt. Und dann merkt man aber immer, da gibt es so viele Menschen, die irgendwas tun und wir setzen uns alle dafür ein und immer mehr Initiativen. Und irgendwann ist auch die kritische Masse erreicht von 10, 15, 17%, da gibt es unterschiedliche Studien, wo die meisten Menschen, die ja immer nur nachrennen, die sind quasi die, ja, also wie im Mainstream drin sind, in dem großen Schwarm, die fühlen sich da wohl, die ändern sich dann auch und sagen irgendwann, naja, jetzt habe ich hier wieder mein Steak vor mir, aber irgendwie will kein anderer mehr Steak, da fühlen sich die Leute auf einmal unwohl, nicht weil sie das Steak nicht mögen, ich habe auch gerne Fleisch gegessen, war sehr lecker, das ist ja keine Frage. Aber dass da einfach ein Umdenken stattfindet, eben wie auch mit dem Konsum oder immer mehr Eigentum zu besitzen, immer mehr anzuhäufen, dass da die Leute irgendwann spüren, ja, ich fühle mich eigentlich viel freier, wenn ich kein Auto besitze, sondern ein Carsharing mache. Oder ich fühle mich viel freier, wenn ich nicht sage, ich besitze zwei oder drei Häuser, sondern ich verschenke vielleicht die Häuser und tue damit irgendwelchen Projekten was Gutes oder irgendwelchen Menschen. Und dass es eigentlich ja, ein Prozess ist, den wir alle mit anregen können und ich ja, freue mich sehr, dass ihr auch alle heute hier seid. Hier gibt es ja auch sehr viel Inspiration, was man alles machen und tun kann. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Und wenn jetzt noch Fragen sind, dann beantworte ich die auch sehr gerne.
Die Teleakademie war heute beim Zukunftsmarkt 2015 in Bühl. Es sprach Raphael Fellmer zum Thema Vom Leben ohne Geld. Referenzen über das Klima, was man quasi von oben dirigieren kann, um mehr Nachhaltigkeit in das Leben oder in den Alltag von den Menschen zu bringen und um die Rahmenbedingungen zu schaffen, eben den Planeten zu schützen und das Klima. Und da haben wir eigentlich noch viel mehr gespürt, dass es darum geht, zu gucken, ganz was Gandhi gesagt hat, to be the change you wish or you want to see in the world, also zu schauen, was können wir denn wirklich beitragen für einen Wandel in der Welt, indem wir das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, einfach anfangen zu leben und auf niemanden mehr warten, auf keine Organisation, auf keinen Verein, auf keine Politiker und Politikerinnen, auf keine Staaten, auf keine Firmen, die uns irgendwie vormachen, wenn du mich jetzt kaufst, dann wird auf einmal die Welt grün oder wir retten irgendwie den Urwald oder wir helfen den armen Kindern oder so. Also das heißt, dieses ganze Greenwashing oder Social Washing, dass man einfach so suggeriert bekommt, umso mehr du konsumierst, umso besser wird es in der Welt, dass das auf jeden Fall der falsche Weg ist, sondern dass es vielmehr darum geht, jeden Konsum, den ich unterlassen kann, also dort zu spüren, wo weniger mehr ist, dort kann ich wirklich der Welt und auch natürlich damit einem selbst einen Beitrag leisten für wirkliche Nachhaltigkeit. Und wir haben uns schon auf der Reise entschlossen, von der vegetarischen zu einer veganen Ernährung anders zu ernähren, weil wir mitbekommen haben natürlich, dass eine vegetarische Ernährung schon ganz nett ist, aber am Ende natürlich sehr viele Kühe, die Kälber, die Hühner und alle anderen Tiere, die wir aus den Weltmeeren fischen, wo wir irgendwelche Dinge rausnehmen aus den Tieren, um sie in unseren wirtschaftlichen Prozessen einzusetzen, dass das nur ein Schritt war und dass wir die 98%, die weltweit für die Sojaproduktion, von der Sojaproduktion für die Tiere, für die Tierproduktion verwandt wird, dass das ein riesig großer Teil ist von der Landwirtschaft, der beansprucht wird, sowie 50% der weltweiten Getreideproduktion wird für die Tiere beansprucht und das, obwohl wir eben fast 1 Milliarde Menschen haben, die hungern. Und so haben wir uns entschlossen, es gibt Studien von den Vereinten Nationen, die sagen, 19% der gesamten Tierindustrie 19% der weltweiten Treibhausgase kommen von den Tieren, von der Tierindustrie und nur 17% von dem gesamten Verkehr, also Flugzeuge, Schiffe, LKWs, Züge und alles andere, stößt weniger Treibhausgase aus als die Tierindustrie. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass über 70% der weltweit genutzten Landwirtschaftsfläche nur für die Tierindustrie verbraucht werden, etwas wegschmeißen und andere wiederum nicht genügend Lebensmittel haben, um den Tag zu überleben und Millionen Menschen sogar an Unterernährung jedes Jahr sterben und über 800 Millionen heute immer noch an Unterernährung leiden, weltweit, und das für mich ein Zustand war, den ich damals schon nicht verstanden habe, so wie ich viele Sachen nicht begriffen habe, wie wir so viel Ungerechtigkeit auf dem Planeten haben, obwohl wir doch alle uns eigentlich nach Frieden sehen, dass wir in harmonischen Miteinander leben und füreinander und uns gegenseitig helfen dort, wo wir können und uns nicht, wie wir es seit Jahrtausenden machen, uns hassen, mentale oder physische Grenzen zwischen uns ziehen und uns eigentlich ja nicht wirklich wie Brüder und Schwestern behandeln, sondern eben oft wie Feinde. Und da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht und hatte meine Feindbilder auserkoren, um selbst mich vielleicht auch gar nicht in die Position als Mitverantwortlicher für die Lage, für die Misere, in der wir auch leben, heute noch, so rauszuziehen, und habe natürlich an die großen Konzerne gedacht, aber auch die Politik, die Vereinten Nationen und alle anderen, die ich so ausgemacht habe, als ja, die sind verantwortlich für die Lage, für die Hungernden, für die Zerstörung der Umwelt, für das Leiden der Tiere. Und das war eine sehr gemütliche Position, weil so hatte ich eigentlich für mich die Ausrede, ich muss ja gar nichts ändern, weil ich mit dem Ganzen nicht so viel zu tun hatte.
hatte mich über Plastik irgendwie informiert und Plastik ist nicht wirklich so nachhaltig, hatte ich gehört, hat man so mitbekommen und dachte, und ja, also, wir haben hier Holzmöbel und so eigentlich so ein bisschen Plastiktüten, ja, benutzen wir und die eine oder andere Sache ist aus Plastik, aber ich hatte gar keine Verbindung, weil mir das auch in der Schulzeit überhaupt nicht beigebracht wurde, dass natürlich jedes Produkt, sei es ein Mikrofon, sei es der Tisch oder auch das Glas, mit Erdöl zu tun hat. Sprich, dass wir alle sehr viel mehr mit den globalen Erdölkonzernen und allen anderen Firmen zu tun haben, als man sich eigentlich vorstellen kann. Das wusste ich damals nicht und hatte mich ja wirklich ein bisschen zurückgelehnt und dachte, ja, ich recycle ja, ich kaufe auch so Second-Hand-Sachen und bin sowieso, habe gar kein Auto. Ich tue ja der Umwelt gar nicht so viel ja, Schaden anrichten und hatte mich dann auf, ja, auf die Reise bewegt, so was will ich denn eigentlich werden, was will ich denn hier tun in meiner Lebenszeit und hatte mich dann erst sehr stark dafür interessiert, den Ärmeren zu helfen, denen, die hungern in der Welt, indem ich Millionär werden wollte. Weil ich natürlich in einer Welt groß geworden bin, wo wir konditioniert geprägt worden sind von Anfang an, dass sich alles um Geld dreht und dass man mit Geld eigentlich auch alles machen kann. Dass wir natürlich auch anderen Spezien den Lebensraum nehmen oder ihren Lebensraum verschmutzen oder unmöglich machen, weiterzuleben und die Flora und Fauna natürlich ausnutzen für unseren Wohlstand. Und dann habe ich mich irgendwann ja ein bisschen mehr zurückgezogen von diesem Gedanken, ja, ich kann irgendwie Geld verdienen, das kann ja gar nicht so schlimm sein, machen ja alle. Und dann anderen damit helfen, das war für mich irgendwann sehr inkonsequent und habe mich entschlossen, lieber mehr in Richtung Entwicklungshilfe zu gehen und dort eben versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe den Menschen mitzugeben und ja, in die Länder zu gehen, wo eben viele Menschen hungern, um dort ja, vielleicht auch ein bisschen neuen Wind reinzubringen, was man alles schon tun kann, um sich selbst zu helfen und nicht angewiesen zu sein auf die Hilfe von außen. Und da habe ich dann aber auch sehr viel erfahren, was mir gar nicht so wirklich ja, vom Herzen her entgegenkam, obwohl ich nicht identifizieren konnte. Und habe mich dann entschlossen, lieber doch irgendwie vielleicht mal was zu studieren. Habe in Holland ein Studium angefangen, European Studies. Habe dort mit zwei lieben Freunden eine NGO, eine Organisation gegründet, einen Verein. Und mit dem wollten wir ja, für Bewusstsein sorgen, quasi Zusammenhänge, wie wir alle mit unserem Konsum für die Umwelt, Katastrophen in der Welt, aber auch das Tierleid und überhaupt die, ja, ein bisschen die Zerstörung unserer Lebensgrundlage, weil wir denken ja oft, ja, wir schützen die Umwelt, aber vielmehr ist es auch ein Selbstschutz, weil die Natur braucht uns ja nicht so sehr, wie wir angewiesen sind auf die Natur. Und ja, da wollten wir eben Workshops, Seminare, Austauschprogramme machen. Und dann, als wir so gerade eigentlich richtig loslegen wollten, hatte ich per Zufall oder per Schicksal vielmehr, das Schicksal, das schickt uns ja Sachen, hatte ich dann zwei E-Mails in meinem Postfach. Und zwar von zwei Hochzeiten, unterschiedlichen in Mexiko. Und dann dachte ich, ja, also eigentlich wollte ich schon nicht mehr fliegen. Damit habe ich mich schon ein bisschen, ja, so abgefunden, dass das Fliegen halt auch nicht so ganz nachhaltig ist. Und ja, habe dann gesagt, ja, vielleicht können wir irgendwie das schaffen, dass wir nach Mexiko trampen. Und da liegt ja irgendwie ein Ozean dazwischen. Und mir hat noch keiner erzählt, dass man da irgendwie rüber trampen kann. Aber ich dachte ja, irgendwie, der Kolumbus hat es schon gemacht, der ist auch irgendwie rübergekommen. Dann könnten wir das da auch irgendwie schaffen. Und Segelschiffe, klar gibt es die. Muss nur wissen, irgendwie wie. Auf jeden Fall war der Traum geboren, so möglichst nachhaltig und möglichst geldfrei von Holland nach Mexiko zu diesen Hochzeiten zu reisen. Und so haben wir uns dann ja, auf einen mutigen Weg begeben, weil wir natürlich so ein bisschen ins Unbekannte gelaufen sind. Und ihr habt auch vielleicht schon mal gehört oder gespürt, dass das eigentlich auch was sehr Schönes ist, wenn man so mit dem Vertrauen in etwas Neues hineingeht. So wie ich viele Sachen nicht begriffen habe, wie wir so viel Ungerechtigkeit auf dem Planeten haben, obwohl wir doch alle uns eigentlich nach Frieden sehen, dass wir ja, in harmonischen Miteinander leben und füreinander und uns gegenseitig helfen dort, wo wir können und uns nicht, wie wir es seit Jahrtausenden machen, uns hassen, mentale oder physische Grenzen zwischen uns ziehen und uns eigentlich ja nicht wirklich wie Brüder und Schwestern behandeln, sondern eben oft wie Feinde.
Und ja, da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht und hatte meine Feindbilder auserkoren, um selbst mich vielleicht auch gar nicht in die Position als Mitverantwortlicher für die Lage, für die Misere, in der wir auch leben, heute noch, so rauszuziehen, und habe natürlich an, ja, an die großen Konzerne gedacht, aber auch die Politik, die Vereinten Nationen und alle anderen, die ich ja, so ausgemacht habe, als ja, die sind verantwortlich für die Lage, für die Hungernden, für die Zerstörung der Umwelt, für das Leiden der Tiere. Und das war eine sehr gemütliche Position, weil so hatte ich eigentlich ja, für mich die Ausrede, ich muss ja gar nichts ändern, weil ich mit dem Ganzen nicht so viel zu tun hatte. Hatte mich über Plastik irgendwie informiert, und Plastik ist nicht wirklich so nachhaltig, hatte ich gehört, hat man so mitbekommen, und dachte, und ja, also, wir haben hier Holzmöbel und also so eigentlich so ein bisschen Plastiktüten, ja, benutzen wir, und die eine oder andere Sache ist aus Plastik, aber ich hatte gar keine Verbindung, weil mir das auch in der Schulzeit überhaupt nicht beigebracht wurde, dass natürlich jedes Produkt, sei es ein Mikrofon, sei es der Tisch oder auch das Glas mit Erdöl zu tun hat. Sprich, dass wir alle sehr viel mehr mit den globalen Erdölkonzernen und allen anderen Firmen zu tun haben, als man sich eigentlich vorstellen kann. Das wusste ich damals nicht und hatte mich ja wirklich ein bisschen zurückgelehnt und dachte, ja, ich recycle ja, ich kaufe auch so Second-Hand-Sachen und bin sowieso, habe gar kein Auto. Ich tue ja der Umwelt gar nicht so viel ja, Schaden anrichten. Und hatte mich dann auf, ja, auf die Reise bewegt, so was will ich denn eigentlich werden, was will ich denn hier tun in meiner Lebenszeit, und hatte mich dann erst sehr stark dafür interessiert, den Ärmeren zu helfen, denen, die hungern in der Welt, indem ich Millionär werden wollte. Weil ich natürlich in einer Welt groß geworden bin, wo wir konditioniert geprägt worden sind von Anfang an, dass sich alles um Geld dreht und dass man mit Geld eigentlich auch alles machen kann. Und so dachte ich, ja, wenn ich dann ganz viel Geld verdiene, dann kann ich ja auch ganz viel helfen. Und ja, wollte eben irgendwie Millionär werden. Es kann nicht so schwierig sein. Davon gibt es Millionen auf der Erde. Und dachte ich, ja, da werde ich schon einen Weg finden. Habe dann aber mit der Zeit so ein bisschen meine Food Chain, es war ja nicht die Idee, dass ich nur irgendwie genügend Lebensmittel für mich finde, sondern wie können wir einen allgemeinen Wandel wirklich verursachen und auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, den Wandel selbst zu leben. Und da hilft es natürlich, nicht nur darüber zu sprechen, sondern ins Tun zu kommen. Und ja, bevor wir jetzt dann noch ein bisschen Zeit haben, um Fragen zu beantworten, sage ich schon mal, dass die meisten wollen immer wissen, ja, wie ist das mit Krankenversicherung oder so, oder ist das denn eine Einzelfalllösung, und das geht doch nicht, dass wir alle so leben und so. Also erstmal, alle können wir natürlich nicht so leben wie wir. Wir sind eine absolut parasitäre Gesellschaft. Das heißt, wir bedienen uns ja, auf Kosten zukünftiger Generationen und anderer Menschen, die in anderen Kontinenten leben, an den Ressourcen, an der Erde, an den Tieren, an anderen Menschen, um diesen Lebensstandard zu halten. Und wie ich schon erwähnt hatte, bräuchten wir viele Planeten, wenn wir alle so leben wollen wie wir auf der Erde. Und auch überhaupt unser gesamtes Geldwesen, da kann man ja auch ein bisschen kritischer mit umgehen, indem man sich vielleicht mal vorstellt, woher kommt denn eigentlich das ganze Geld? Und existiert vielleicht neben dem Wohlstand auch ein zunehmendes Wachstum von Schulden? Und ist es nicht nur Griechenland, die eigentlich total überverschuldet sind, sondern wie viel Schulden hat eigentlich Deutschland, beziehungsweise wie viel Schulden hat die Welt und die ganzen Leute? Und die Zahlen gehen eben über 200 Billionen Dollar, auf die sich die Schulden weltweit summieren. Und da kann man sich ja vorstellen, naja, ein ewiges Wachstum, der Kapitalismus ist ja abhängig vom Wachstum, auf einem begrenzten Planeten ist eine Rechnung, die kann früher oder später nicht mehr aufgehen. Sprich, irgendwann wird das Ganze eben ja, entweder platzen oder wird eine große Krise oder Hyperinflation geben oder was auch immer. Und was können wir jetzt schon heute machen, um eben einen sanfteren Übergang in ein neueres Miteinander, wo es nicht darum geht, wer hat irgendwie am meisten oder wer ist am schlauesten, hat viel Geld angehortet und sich angeeignet, sondern wie können wir es schaffen, wirklich als Familie hier auf der Erde zu leben, sodass uns allen gut geht und niemand mehr Hunger leidet oder niemand mehr Angst haben muss oder Menschen im Mittelmeer versinken, weil sie vielleicht gar nicht mehr wissen, wie sie selbst anbauen können, weil wir allein tagtäglich über 2.500 Liter an virtuellem Wasser aus Nicht-EU-Ländern importieren, durch Baumwolle, durch Lebensmittel und durch viele andere Sachen und letztendlich ja auch,
mit der Ungerechtigkeit wirklich weltweit durch unseren tagtäglichen Konsum zu tun haben. Und dass wir eigentlich alle mit unseren Berufungen, also dort, wo wir uns irgendwie berufen fühlen, etwas für den Beitrag, für die Gesellschaft leisten und nicht mehr drauf schauen, habe ich jetzt zu viel getan, werde ich ausgenutzt oder nutzt mich der oder die aus, sondern vielmehr wirklich zu schauen, was kann ich denn alles tun? Und wenn wir alle vielleicht uns eben ein bisschen mehr lösen von diesem, ja, es geht aber nicht und ganz ohne Geld, wie soll denn das funktionieren? Das hat doch alles, die ganze Wirtschaft und unser ganzer Wohlstand und haben die hungern. Und so haben wir uns entschlossen, es gibt Studien von den Vereinten Nationen, die sagen, 19% der gesamten Tierindustrie 19% der weltweiten Treibhausgase kommen von den Tieren, von der Tierindustrie und nur 17% von dem gesamten Verkehr, also Flugzeuge, Schiffe, LKWs, Züge und alles andere, stößt weniger Treibhausgase aus als die Tierindustrie. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass über 70% der weltweit genutzten Landwirtschaftsfläche nur für die Tierindustrie verbraucht werden, kann man sich vorstellen, dass bei dem Hunger, wir sind ja jetzt 1,5 Milliarden, die quasi so ein Luxusleben, wie wir hier in Europa leben, genießen oder uns das gönnen oder leisten, dass wir da mit den Menschen, die in Afrika oder in Indien, wo der Fleischkonsum noch bei ein bisschen mehr als 5 Kilo liegt, wir konsumieren mittlerweile hier über 60 Kilo, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Also sprich, dass unsere Ernährung, aber auch unser Konsum von anderen Dingen gar nicht einhergehen kann mit einer friedlichen und nachhaltigen Welt, weil wenn wir alle so viel konsumieren würden, wie wir es eben tun, bräuchten wir mindestens 2 oder 3 weitere Planeten und die gibt es nicht. Und da ist eben die Ernährung oder auch überhaupt Konsum ein bisschen zu reduzieren und Richtung mehr pflanzliche, regionale Ernährung zu gehen und wenn es geht natürlich Bio, ein ganz wichtiger Schritt und wollten da eben auch, wie Gandhi gesagt haben, nicht auf die anderen warten oder dass irgendjemand sagt, jetzt darf man an dem Tag nicht mehr Fleisch essen, sondern die wirkliche Nachhaltigkeit, der wirkliche Wandel kommt ja, wenn wir aus einer inneren Motivation heraus etwas tun. Nicht, weil wir irgendein Gesetz erlassen, dass man jetzt keine Kühlschränke mehr in die Natur werfen kann. Die werden immer noch in die Natur geschmissen, vielleicht ein bisschen weniger oder so, weil es vielleicht auch ein Angebot gibt, die zu recyceln. Aber viel besser ist es doch, oder wissen wir eigentlich alle, wir fühlen uns ja auch viel schöner oder freier bei dem, was wir tun, wenn es aus dem Herzen herauskommt und nicht, weil jemand anders uns verpflichtet, dieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen. Und so wollten wir eben da auch auf niemanden warten und unsere Liebe, die wir zu den Tieren gespürt haben, aber auch zu den Menschen und dem Planeten, was ja mit der Tierproduktion und tierischen Produkten zusammenhängt, versuchen, soweit es geht, eben in unseren Alltag zu integrieren. Und das heißt, dieser ganze Gedanke von der NGO, die wir hatten, dieser Organisation, der ging eigentlich im Laufe der Zeit mit der Reise immer weiter zurück. Und ich war mir eben sehr sicher, dass ich auch auf anderem Wege sehr viel Bewusstsein schaffen kann, vor allem aber mein eigenes Leben grundlegend verändern kann, um meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Meine liebste Frau Nieves hat mich dann auf der Reise oder uns nicht nur besucht, sondern ist mit uns gereist von Suriname, was man quasi von oben dirigieren kann, um mehr Nachhaltigkeit in das Leben oder in den Alltag von den Menschen zu bringen und um die Rahmenbedingungen zu schaffen, eben den Planeten zu schützen und das Klima. Und da haben wir eigentlich noch viel mehr gespürt, dass es darum geht, zu gucken, ganz was Gandhi gesagt hat, to be the change you wish or you want to see in the world. Also zu schauen, was können wir denn wirklich beitragen für einen Wandel in der Welt, indem wir das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, einfach anfangen zu leben und auf niemanden mehr warten, auf keine Organisation, auf keinen Verein, auf keine Politiker und Politikerinnen, auf keine Staaten, auf keine Firmen, die uns irgendwie vormachen, wenn du mich jetzt kaufst, dann wird auf einmal die Welt grün oder wir retten irgendwie den Urwald oder wir helfen den armen Kindern oder so. Also das heißt, dieses ganze Greenwashing oder Social Washing, dass man einfach so suggeriert bekommt, umso mehr du konsumierst, umso besser wird es in der Welt, dass das auf jeden Fall der falsche Weg ist, sondern dass es vielmehr darum geht, jeden Konsum, den ich unterlassen kann, also dort zu spüren, wo weniger mehr ist, dort kann ich wirklich der Welt und auch natürlich damit einem selbst einen Beitrag leisten für wirkliche Nachhaltigkeit.
Und wir haben uns schon auf der Reise entschlossen, von der vegetarischen zu einer veganen Ernährung uns ja, anders zu ernähren, weil wir mitbekommen haben natürlich, dass ja, eine vegetarische Ernährung schon ganz nett ist, aber am Ende natürlich sehr viele Kühe, andere, ja, die Kälber, die Hühner und alle anderen Tiere, die wir aus den Weltmeeren fischen, wo wir irgendwelche Dinge rausnehmen aus den Tieren, um sie in unseren wirtschaftlichen Prozessen einzusetzen, dass das nur ein Schritt war und dass wir die 98%, die weltweit für die Sojaproduktion, von der Sojaproduktion für die Tiere, für die Tierproduktion verwandt wird, dass das ein riesig großer Teil ist von der Landwirtschaft, der beansprucht wird, so wie 50% der weltweiten Getreideproduktion wird für die Tiere beansprucht und das, obwohl wir eben fast 1 Milliarde Menschen haben, die hungern. Und so haben wir uns entschlossen, es gibt Studien von den Vereinten Nationen, die sagen, 19% der gesamten Tierindustrie oder nee, 19% der weltweiten Treibhausgase kommen von den Tieren, von der Tierindustrie und nur 17% von dem gesamten Verkehr, also Flugzeuge, Schiffe, LKWs, Züge und alles andere, stößt weniger Treibhausgase aus als die Tierindustrie. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass über 70% der weltweit genutzten Landwirtschaftsfläche nur für die Tierindustrie verbraucht werden, kann man sich vorstellen, und ja eigentlich etwas, was früher ganz normal war, dass man bei den Nachbarn gefragt hat, hey, ich fahre jetzt weg, könnt ihr die Sachen gebrauchen? Aber heute trauen wir uns das ja oft nicht. Und was denken die anderen dann? Und vielleicht denken die dann, man würde über die anderen denken, die hätten zu wenig, die bräuchten das und ach, dann schmeißt man es lieber weg. Und so war Foodsharing eben eine Plattform, um Gleichgesinnte zusammenzubringen. Das Problem war bloß, dass die meisten Leute, die gerne Essen geteilt haben, natürlich nicht so viel Überfluss hatten. Also gerade die Studenten, nachhaltig denkenden, aber auch handelnden Menschen. Und so war es dann eine sehr gute Ergänzung, diese ja, Lebensmittel. Retterinnenbewegung, die ich in Berlin initiiert hatte, um das zusammenzubringen, also zu gucken, da gibt es Lebensmittelquellen, wo tagtäglich ja Lebensmittel abgeholt werden müssen und die sollen natürlich auch weiterverteilt werden. Und dann habe ich begonnen, den Vorstand da ein bisschen ja, zu überzeugen, dass es doch sinnvoll wäre, da eine Kooperation zu machen, beziehungsweise längerfristig das Ganze zusammenzubringen. Und ja, so lief dann das unter der freiwilligen Plattform von Foodsharing. Es gab immer mehr Leute, die sich engagiert haben. Foodsharing ist gewachsen. Wir hatten irgendwann 100 Läden, die mitgemacht hatten in ganz verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum. Foodsharing gab es dann auch endlich in Österreich und in der Schweiz. Und so hat sich ja alles entwickelt. Mittlerweile ist es ein Team von wunderbaren Menschen. Wir haben über 6.000 Foodsaver, also quasi die nur Lebensmittel abholen und retten und dann weiterverteilen, sich um die Verteiler kümmern. Das sind solche, ja, so wie umsonst Schränke, kann auch ein Kühlschrank sein, wo man Lebensmittel reinlegt und andere Leute können die rausholen. Und dann aber natürlich die 300 Botschafter und Botschafterinnen, die sich in den ganzen Regionen oder Städten oder teilweise in Berlin haben wir natürlich auch in den Bezirken oder sogar Stadtteilen, die Menschen, die sich dann darum kümmern, Treffen zu machen, die neue Läden akquirieren oder gewinnen mit den Betriebsverantwortlichen, aber auch natürlich ja, einfach Events machen oder so, sei es Kochveranstaltungen oder Lebensmittel auf der Straße verschenken, auf Messen aktiv werden und das Ganze eben zu koordinieren, weil da steckt auch sehr viel Zeit dahinter, damit es eben alles rund läuft. Und dann gibt es noch ja, rund 15 Leute, die aktiv sind auf der Orga-Ebene, also sprich, die ja, sich um die gesamte Organisation kümmern, zusammen mit dem Foodsharing-Vorstand, den es auch noch gibt. Und so konnten wir eben jetzt innerhalb von 3 Jahren, seitdem ich die erste Kooperation gestartet habe, über 1.500 Läden gewinnen, von den Bäckereien zu Kantinen, aber auch zu anderen Bauern, Online-Shops und allen anderen ja, Geschäften, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun hatten, gewinnen, sich eben gegen die Verschwendung einzusetzen. Und so ja, konnten wir benutzen würden, hätten wir so viel Platz, dass wir noch unsere ganzen Nachbarländer, also die ganzen Italiener, die Skandinavier, Polen, Österreicher, alle, die hier um Deutschland herum wohnen, die könnten wir noch einladen. Und wir hätten immer noch genügend Platz, aber
Wir wollen ja alle unseren eigenen Pkw haben. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte die natürlich immer weniger genutzt werden. Sprich, ein normaler Pkw halt 22, 23 Stunden am Tag im Schnitt stillsteht. Und wenn er sich da mal bewegt, sitzen nur 1,3 Personen drin. Also sprich, auch da bräuchten wir eigentlich sehr, sehr viel weniger, wenn wir effizienter als Team zusammenarbeiten könnten oder würden und nicht uns eben ja diesem Hype, alles muss meins sein und eine sehr ich-bezogene, materialistische Welt, wo man eben froh ist, mein Auto, mein Boot und mein Ferienhaus zu haben, wenn wir da eben mehr zusammen ja, arbeiten oder leben würden, könnten wir eben ja, mit sehr viel weniger auskommen. Und so ist es auch bei dem Wohnraum, dass wir Millionen leerstehende Zimmer, Wohnungen oder teilweise ganze Häuser haben, allein in Deutschland. Und dass wir trotzdem jeden Tag immer wieder neue Sachen bauen. Und so wollten wir eben gucken, ja, wie können wir denn jetzt auf möglichst verschiedenen Ebenen auf diesen Überfluss hinweisen und auch noch von ihm leben. Und so hatten wir eben das Glück, dass wir dann da leben konnten in der Sutterer Wohnung, wo die auch Gas, Wasser und Strom gezahlt haben. Also das heißt nicht, dass ich, wenn ich geldfrei lebe oder im Geldstreik, das ist natürlich ein Protest gegen die Überflussgesellschaft, aber ich habe immer noch was mit dem Geld zu tun. Ich bezeichne mich auch immer noch als Kapitalist, weil ich in einem kapitalistischen System lebe und obwohl ich versuche, so wenig kapitalistisch zu leben, wie es geht, kann ich nicht sagen, nur weil ich kein Geld in Hosentaschen habe und kein Bankkonto habe, dass ich mit dem Kapitalismus nichts zu tun habe, sondern dass es vielmehr geht, das Bewusstsein zu schaffen, wie hänge ich mit den Sachen zusammen, wie kann ich verstehen, wie die Zusammenhänge sind, um dann auch mich verändern zu können, um die Realität, in der ich lebe, zu verändern. Und so haben wir ja eben geguckt, jetzt haben wir eine Wohnung, Kleider gibt es, wie gesagt, auch genügend, natürlich auch für Kinder besonders, weil da freut man sich ja dann immer, die Kleider für die Kleinen einzukaufen, von Tante, Oma, Opa und alle anderen, die halt irgendwie ein Geschenk machen wollen, geht mal wieder in den Laden. Und so ist es eben, dass wir ganz, ganz viele Sachen unnötig irgendwo rumliegen haben. Und es war für uns kein Problem, diese zu finden. Dann war es natürlich irgendwie noch wichtig, ja, wie bekommen wir jetzt unsere Lebensmittel? Auf der Reise haben wir ja praktisch jeden Tag an einem anderen Ort immer Lebensmittel gefunden. In Mexiko hatten wir dann angefangen, quasi das so ein bisschen zu professionalisieren und hatten eben bei den Bäckereien, bei den Restaurants angefragt, um zu welcher Uhrzeit denn die Reste weggeschmissen werden, sei es vom Buffet oder am Ende des Tages oder den ganzen Weg und was ist da alles passiert, was ich ehrenamtlich geschrieben habe, was man auch kostenlos herunterladen kann, aber auch ja, kaufen kann, wenn man es will und am besten Fall dann weitergeben, nicht so wie die anderen Milliarden Bücher, die einfach irgendwo rumliegen. Und dass man da eben auch gucken kann, ja, wie können wir jetzt unser Leben, was wir im urbanen Raum gezeigt haben, dass man mit einem sehr geringen ökologischen Fußabdruck eben auf Vorhandenes zurückgreifend leben kann, wie kann man das denn auf dem Land machen? Und so suchen wir gerade nach einem Raum für ein Ökodorf, Eutopia soll es heißen, soll vegan sein, möglichst geldfrei und natürlich so ökologisch nachhaltig wie nur irgendwie möglich und dort, wo die Menschen eben ja für und miteinander sich helfen und auch ein bisschen wieder ein Experiment ist, wie gehen die Menschen eigentlich um, wenn wir uns von dem Geld gelöst haben, wenn wir nicht mehr ständig ans Geld denken, wie kann ich das verdienen, sondern ein bisschen so auch wie vom Grundeinkommen, wie könnten wir uns eigentlich entfalten viel mehr, wenn wir frei sind vom Geld. Und damit können wir natürlich heute schon anfangen in unserer Welt, das heißt immer, wenn wir schöne Dinge ja tun, habt ihr bestimmt alle gemacht, wenn ihr Menschen die Türen aufhaltet, wenn ihr ein Lächeln schenkt, wenn ihr ja, jemanden liebt oder jemanden was Gutes tut, eine Freude macht, dann ist es ja auch immer, dass man selbst davon etwas hat. Man verliert ja nicht ein Lächeln, sondern man ist selbst glücklicher, wenn man jemand anders ein Lächeln schenken kann. Wenn ich eine Tür aufhalten kann, dann freuen sich die Menschen und wenn ich jemand eine Frage stelle oder wenn ich jemanden Lob ausspreche, dann merkt man eigentlich, dass man ja, in Hülle und Fülle mit den Dingen, die wir im Herzen auch tragen, leben. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir die dann auch in die Praxis umsetzen, indem ich vielleicht auch sage, ja, ich kann irgendwie super gut Mathematik, da helfe ich doch Menschen, die sich in Mathematik interessieren, mit Mathe. Oder wie kann ich meine Spezialisierung, so wie der Raphael, der die Webseite Foodsharing programmiert hat, wie kann ich mein Geschenk, meine Gabe, wie kann ich die denn einbringen, um in der Gesellschaft für Veränderungen zu sorgen? Und da, glaube ich, ja, gilt es bei uns allen anzufangen und eben auf niemanden zu warten,
der uns da das abnimmt oder den ersten Schritt macht, sondern vielleicht einfach anfängt, ein bisschen bewusster zu leben, sich ein bisschen geldfreier zu machen und zu schauen, was ist eigentlich heute alles schon möglich und wo ist Geld vielleicht vielmehr ein Limit oder eine Grenze in unserem Kopf. Und wenn wir die aber so ein bisschen erstmal mental überschreiten, und jeder Traum beginnt natürlich im Kopf, bis es dann zur Realisierung kommt, so wie, ich weiß nicht, wann der Zukunftsmarkt begonnen hat, aber irgendwann hatten sich Menschen hingesetzt und haben gesagt, ja, sie wollen etwas realisieren und haben gesagt, sie setzen das um. Und dann gab es natürlich viele Stunden und Tage der Arbeit oder Einsatz. Arbeit ist so ein bisschen abgenutzter Begriff, finde ich oft, haben sich eingebracht. Und jetzt ist das etwas geworden, was, ja, was sich wiederholt. Und so auch mit Foodsharing. Es war ja nicht die Idee, dass ich nur irgendwie genügend Lebensmittel für mich finde, sondern wie können wir einen allgemeinen Wandel